Warum war das jetzt relevant? Weil die mich woanders hinportet jetzt. Wo man entweder durch Patches Quest hinkommt oder halt so. Der Knast war auch ein krasses Gebiet. Da hat man echt guten Loot bekommen. Und richtig gute Upgrade-Materialien schon recht früh im Spiel. Also man kann in dem Spiel so den Lava-Surfer machen. Patches behauptet aber, der bringt einem zum Eldenbaum. So ein Hund. Also ich frage nochmal, Chat. Ja, barfuß in der Lava, man kennt das. Aber Patches tut einen keinen trophäenrelevantes Item geben. Oder sogar eine Trophy. Ich meine, seine Klangperle habe ich ja. Sein Stuff kann ich trotzdem kaufen. Okay, habe ich Glück gehabt. Wenn nicht, wäre auch nicht schlimm. New Game Plus regelt, ne? Schulz. Glaubt ihr, das ist heiß an den Fußsohlen? Aber wir sind ein echter Mann-Chat. Mit Bananenhut. Ist noch nicht lang her, da habe ich mich über die Runen, die die Schnecken geben, noch richtig gefreut. Also das Gebiet beim Baum, wo wir heute so viel Zeit verbracht haben, das hat wirklich Spaß gemacht. Es war schwer, aber ich fand es gar nicht so schwer. Und man hat wirklich insane krass viele Runen bekommen. Irre, irre, irre. Also wenn man da auch noch deutlich schwächer rumeiert, da sollte man trotzdem eigentlich zurechtkommen. Oh Gott, das war's komplett fast. Oh, Digga, oder meine Fresse, du Hund. Die Viecher sind so gruselig. Das ist schön, Chat. Mit einem Bananenhut. Das ist, als hätte ich euch die ganze Zeit dabei. Einfach ein treuer Begleiter. Da weiß ich noch immer, wenn ich früher so die Soul-Streams von manchen Streamern geschaut habe, ich habe mich immer gewundert, Digga, was haben die da für eine Scheiße an? Das war einfach für den Meme, weil die Community es sich gewünscht hat. Und Schmiedstein Stufe 4, Digga. Den lasse ich mir schmecken. Also sehr ehrenhaft, dass die Smagma nicht so punishend gemacht haben. Das ist quasi jetzt hier ein geheimer Dungeon, ne? Das meinte ja auch einer. Oh. Das meinte ja auch einer im Chat. Geheimer Dungeon, niemanden. Elden Ring süchtig, bist gefühlt immer live. Ich glaube, da hat tatsächlich niemand was gegen. Das Spiel ist halt einfach Love, ne? Ich bin so froh, ich habe immer noch Neues zu entdecken. Ich habe immer noch dieses eine Untergrundgebiet und noch einen Großteil vom Schneegebiet. Und ich habe noch zwei Main-Bosse. Einfach noch zwei Main-Bosse, Mann. Holy shit, wie geil. Das ist die Frage. Ehrenbruder Mimik oder Ehrenbruder Oleg?
Ehrenbruder-Mimik. Der Fight alleine ist, glaube ich, auch nicht so. Ach ja, moin, ich mach den ja übelst. Oh, lol. Okay, ja. Okay, vielleicht hätte ich den Dreh doch nicht gebraucht. Huh. Die kriegen aber viel mehr Damage rein als die normalen, kann das sein? Weil die als Boss zählen. Die kriegen viel mehr Damage. The fuck? Das sind ja die normalen eisernen Jungfrau-Tankiger. Na gut, dann schnipsen wir mal aus den Eis. Zehn Riesen. Hm. Ey, danke noch für den T2-Sub, Dr. Slicer, Mann. Das ist, weil die in einem Bambusgebiet sind. Zählen die quasi noch als dieses Patches-Gebiet, wo es anfängt, mit dem Dungeon? Deshalb? Deshalb sind die so low, weil man halt von da kommt. Das war ja wirklich... So, und das war's jetzt, oder was? Was passiert denn noch bei der Patches-Questline, wenn man die dann besiegt hat, die Jungfrauen? Die eisernen Jungfrauen, die beiden? Ist er dann mit uns verbündet oder so? Ah, wir sind hier. Ah, schau mal einer an. Und ist noch ein Item. Geht's irgendwo in Kalit weiter. Okay. Pff, 10 Pfeile. Wow. Gehen wir mal die Klangperlen ab. Er geht dann zur Tafel. Steht er dann als Händler zur Verfügung, wie bei Demon's Souls? Aha, okay. Also gibt da ihm auch etwas. Patches Klangperle. Was verkauft der Bre? Bindet kurz den Gefangenen Margaret auf Erden. Das ist doch das Item gegen den einen Boss, ne? Oh. Parierdolch. So krass aus. Auch wenn man so Bossruhen ploppt, was man ja nicht machen sollte, aber wenn man sie dann doch nicht braucht, das sieht auch so krass aus. Hoffentlich kommen noch so richtig geile DLC. Das hoffen wir doch hoffentlich alle. Crazy. Also ich hoffe auf mindestens 2 saftige XXL DLCs. Kriege ich jetzt schon Steifel mit Nippel, wenn ich dran denke. Also dieses Baumgebiet hier oben ist auch ganz, ganz wild. Wirklich absolut wild, wie viele Gegner da rumstrampeln, die so krass stark sind. War ich eigentlich bei der Borg fertig, Chat? Das zeigt mir immer noch in die Richtung, dass hier ein Leuchtfeuer ist.
Was würde ich von Bloodborne 2 halten? Würde ich auch mega feiern und kommt bestimmt auch irgendwann. Vielleicht arbeiten sie als nächstes an Bloodborne 2. Auf jeden Fall soll der 1 einen Remake bekommen, habe ich gehört. Unten an der Küste? Was meinst du, Wizard? Oh mein Gott, warum ist denn der so tanky? Bin happy, dass ich jetzt wieder eine geile neue Fäulnis-Großaxt. Dass ich eine geile neue Serie habe. Ne, ich empfehle nochmal die neue Vikings-Serie. Oh, eine Axt mit Scharlachfäule durchtränkt. Die sieht baba aus. Ja, bei Netflix. Vikings Valhalla. Mega nice. Wer war der Boss bei der Festung? Commander Noel oder so? Chat, ich kann mich jetzt nicht mehr freuen über die goldenen Saaten. Menno. Wie viele habe ich? Ich glaube, 3 mittlerweile wieder. Gebrochen. Schade, dass man nur 14 haben kann, ne? Ich finde eigentlich 15 wäre die rundere Zahl gewesen. Ich finde so, also 14 Aufladungen plus 12 finde ich so ein bisschen random, aber ja. Muss ja nicht immer alles rund sein, ne? Bro, what the fuck, Alter? Ist das die Schildkröte? Die Glockenschildkröte? Als Artillerie? Ach man, also warum muss das sein? Das war echt eine Frechheit hier, ey. Wie ehrenlos die übertreibt. Boah, hier können wir die eine Bossseele klonen. Vom Schlangenboss. Kann ich endlich mal seine Waffe auch benutzen. Nein, tot. Tot getrampelt worden. Oh, ein Pfahl auf Ehre. Im Schneegebiet bin ich noch gar nicht fertig. Ich glaube, hab da so ein Drittel. Wie kommen wir nochmal ins Tornado-Gebiet? Oh, aufs Tornado-Gebiet bin ich ganz, ganz wild. Ich glaube, die zielt gar nicht auf einen. Ach, durch die Story, okay. Also, das Tornado-Gebiet ist tatsächlich kein geheimes Gebiet sozusagen. Man kommt da immer hin als Teil der Hauptstory. Ist da dann auch ein Main-Boss oder was? Zielt das Ding auf einen oder schießt es einfach überall random hin?
auch durch ein Portal hinkommen. So, diesmal buffe ich mich. Ich glaube, dann bin ich nicht One-Hit. Aufpassen. Oh. Wird das schon ein Müdi? Noch nicht. Hartnäckig. Jetzt, oder? Immer noch nicht. Stirbt man, wenn man noch drunter ist? Oh. Hätte man sie ja auch denken können. Ey, 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 Mann, der tut einfach sich resetten. Was für eine ehrenlose Scheiße. Och, komm schon. Jetzt habt ihr aber wieder was gelernt, Chat. Dann könnt ihr es besser machen. Ich glaube, das ist der wahre Endboss hier. Auch so eine geile Idee mit den laufenden Mausoleumen. Bei manchen musst du draufspringen, bei manchen musst du die, ja, die Füße, keine Ahnung, wie man es nennen soll, entsteinen. Dann kannst du hier die Boss-Echos duplizieren. Oder auch nicht. Ah, das geht bei dem wieder nicht. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich in dem Gebiet den Boss noch nicht gelegt habe. Hühneraugen wegmachen, ja. Fünf. Ah.
hatte denselben Fehler. Ich glaube, vielleicht hat das mit dem Boss was zu tun in dem Gebiet, dass du erst den legen musst. Weiß ich nicht. Hey, 28 Nico, mein Bester. Danke für die verschenkten Subs. Ach, du hattest denselben Bug und du hast den Boss gelegt. Okay, interessant. Was ich auch hatte bei einem, war... ich bin rein, konnte mit dem Altar interagieren und da wurden einfach gar keine Bossseelen angezeigt. Oh, Chat, was haben wir denn da vorne? Lang ist's her. Ah, ne. Ja, moin. Ich dachte, das ist eine Träne. Geil, dass wir ihre Questline auch dabei haben. Oh mein Gott, ist sie groß. Thank you. I finally fulfilled my purpose. Alter, die Questline von ihr ist ja anders, PogChamp. Junge, die muss man ja so mitnehmen, Chat. Huch! Alter! Krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Now that nothing is left unfinished, I will join you in battle to the bitter end. And when the fighting is done, ey, die Questlines sind wirklich sehr belohnt in dem Spiel, Chat. Gibt immer krasse Rüstungen, Waffen, Spells oder Upgrade-Materialien. Hammer. Was ist das für eine Questline? Die ist eigentlich recht leicht erklärt. Ihr müsst erstmal... Müsst ihr in dieses versteckte Dorf, wenn ihr hier an der Klippe entlanglauft, immer links entlang, zack, 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 dann tut ihr irgendwo ungefähr hier unter dem Berg in so ein geheimes Dorf kommen. Das nennt sich Dorf Albino Raurix. Und da müsst ihr so einen Krug, da ist ein Topf, einen Magier, der sich als Topf versteckt. Den müsst ihr hauen, dann verwandelt er sich in den Magier, mit ihm reden. Dann gibt er euch das Amulett. Ihr könnt ihn auch töten, dann gibt er das Amulett auch. Aber ich glaube, das könnte bei der Quest kritisch sein. Und hier, ungefähr hier, geht es in einen Dungeon rein. Wenn ihr den Dungeon fertig habt, kommt ihr durch den Dungeon hinten raus zu dieser Hütte. Hütte des schlummernden Wolfes. Und da ist die Frau von gerade. Und wenn ihr diese Hälfte vom Amulett habt, könnt ihr ihre Questline starten. Und dann könnt ihr sie hier beschwören. Und das war es eigentlich schon. Mike HD, mein Bester. Danke für den Host mit 160 Viewern. Grüße gehen raus an dich in deine Community. Schönen Abend noch wünsche ich. Geile Questline. Kurz und knackig und sehr belohnt vor allem. Keine Tränen jetzt hier bekommen, aber... Dafür was anderes Schönes. Inventar. Lass mich mal kurz schauen. Ausrüstung, zack. Ah, den habe ich schon auf plus 9. Müsste man mal abchecken, wie der knallt auf plus 10. Hier unten haben wir noch was, Chat. Und die Figur zeigt uns noch auf einen Dungeon. Versuche mich gerade zu orientieren. Hier ist der Aufzug. Okay, hier ist noch ein Stück Karte. Dafür muss man... Irgendwie müssen wir hier auf die Straße kommen. Hier ist die nächste Karte für die rechte komplette Seite. Okay, okay, okay. Okay, hier gibt es anscheinend gar keine Kirche. Auf der Seite der Okay-Map. Okay, okay, gut. Weiß ich Bescheid. Dann reiten wir jetzt hier noch durch die Ruinen. Check mal ab, was da unten ist.
Energy, danke noch für deinen frischen Prime-Sub und willkommen. Viel Spaß mit den Emotes wünsche ich. Das mit dem... Das mit der Riesenschildkröte zum Boss sehen verdoppeln ist jetzt eigentlich sad. Ist das wirklich ein Bug-Chat? Kann ich mir nicht vorstellen. Das hätten die doch sofort gepatcht, oder nicht? Das muss mit irgendwas anderem zusammenhängen. Hier aufstehen, aber muss will weiterschauen. Bro, hol doch die Parts auf YouTube nach, Bro. Mach doch nicht sowas. Hier schon Schlaf ist schon wenig. Da habe ich immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich hier bis dick in die Nacht reinstream, weil ich bin auch selber so ein richtig süchtiger Twitch-Zuschauer. Ich glaube, meine Community hat mich richtig lieb für die dicken Elden Ring-Streams in letzter Zeit. Da tust du mir auch ein bisschen leid, Chris. Ich habe so das Gefühl, falls du noch da bist. Deine Community weiß es gar nicht so zu schätzen. Die denken sich nur, oh, wann geht da wieder ein Warzone rein, Dicker? Meine Com ist einfach, ja, guter Dinge. Oder gestern auf die eine Situation so Lachflash geschoben. Wenn ich meinen Chat frage, ey Jungs, wie geht die Questline? Wo geht's hin? 50 Leute wissen genau wohin, zack, zack, bup, bup. Wenn Chris bei sich im Chat fragt, ey, Jungs, wie geht die Quest, kommt einfach nur so Pock, oh, Digga, weil seine COD-Nerds es einfach nicht wissen, Digga. Digga, und auch, die haben gar keinen Bock, ihm zu helfen, weil sie einfach wollen, dass er wieder Warzone geht. Genau, weil Chris wird nach dem Verdanz gefragt. Bruder, wann gehst du wieder auf 30er-Bomb? Machen wir jetzt hier keinen Scheiß. Was für Elden Ring New Game Plus 6. Genau, weil Chris kommt, Ausrufezeichen, BPSH. Alles gesehen im Leben. Yippie. Ach, Chris, ich hab dich so lieb. Ey, Mann, warum rastet der wieder so aus? Was soll das hier eigentlich sein? Eine umgekehrte Tropfsteinhöhle oder was? Muss doch auch irgendwas sein. Irgendein Dungeon-Eingang oder so. Ja, Vorschrug, Digga. Auch ganz schlimm. Oh, da ist ein Grizzly-Mizzly. Ist doch dieses Forehead-Emote noch schlimmer. Boah, da war ich eine Zeit lang auch so tilted. Das gab's einfach mit der Papa-Platte-Fresse drauf. Junge, Junge, das war wirklich das schlimmste Emote auf ganz Twitch. Ich schwöre bei Gott. Das hat mich so aus der... Aus der tiefsten, zugefrorenen Hölle getiltet hat mich das. Aua. Grizzly einfach so gefährlich. Ich hab den Crit noch durchbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwas gibt. Larventräne? Oder mal wieder nichts. Auch schön. Einfach nichts. Warum steige ich hier ab? Hä? Verstehe ich nicht. Okay, irgendwas ist hier, sonst würde ich nicht absteigen. Oh, ach so, deshalb. Okay, der wird knallen. Läuft überhaupt bei Destiny? Hast du schon wieder allen Content durch?
und tust dich nackt und weinend in der Wanne in den Schlaf wichsen, dass der ganze Content schon wieder vorbei ist. Aber Bruder, neuer Raid sieht krass aus, Bruder, in Destiny. Destiny hatte ja keine Ahnung wie viele hunderttausende Zuschauer. Krasser Raid, Mann. Krasser Raid. Wie der Boss sich da so rumportet und so, sieht anders wild aus. Lol, was macht denn der hier? Moin! Oh, hier ist ein Teleport. Diese Heldengräber sind so Schmutz. Was meinst du mit Heldengräber? Bro, diese kleinen Blobs, ich hasse sie. Will ich hier durchgehen, ist die Frage. Hab aktuell eine schwere Phase im Leben. Die Streams lenken gut ab. Danke dir und dem Chat kleiner als 3. Atomic, mein Bester, danke für die Donation. Ich hoffe, es kommen wieder bessere Zeiten. Kommen sie immer. Kopf hoch, wir geben dir Rücken. Schönen Abend wünsche ich dir. Bro, wo bin ich denn jetzt? Ah! Da bin ich. Aha! Krasser Scheiß, da bin ich einfach im Underground-Gebiet, was mir noch fehlt, Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kenne ich auch noch gar nicht. Oh mein Gott, Digga, es ist so schön. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Huch. Ah, mit einer saftigen Rune Stufe 11 begrüßt worden. Schau den Himmel an. Ja, ist ja auch eine Höhle, ne? Wie die anderen Untergrundgebiete. Hammergeil. Wow, was ist das für ein brennender Tempel? Ah, den Spot hier kenne ich sogar. Lul. Aber die Waffe dafür habe ich nicht, ne? Farmspot Number One. Wie bist du denn mit Level 30 hier hinbekommen? Wie hast du denn das gemacht? Warum sind die denn so traurig? Yo! Also hier kann man for free so Seelen farmen ohne Ende, hä? Wenn man hier schon irgendeinen nicen Spell hat. Oh mein Gott, ist ja alles voll Blut. Igitt, oh mein Gott, ist das gruselig. So, Chat, aber wir machen beim Schneegebiet weiter. Wir wissen, wo es da unten reingeht. Mein Lieblingsboss aus Bloodborne. War die im DLC, ja, ne? Maria hieß die, glaube ich. So eine Degenfrau. Die in der zweiten Phase komplett ausrastet. Hammergeiler Boss. Aber auch German vom Hauptspiel. Hammergeiler Boss. Lass mich überlegen. Bloodborne. Gibt's auch viele geile Bosse. Ludwig, auch die geiler DLC-Boss, ja. Auch sein Schwert, mega geil. Okay, Maximus, alles klar.
Ich muss ja jetzt keine Runen farmen. Wenn ich mal welche brauche, kann man da immer mal wieder hin. Chat, diese Waffe, wo man an dem Spot so übelst krass die abfarmen kann, indem man immer wieder die Fähigkeit mit dem Schwert nutzt. Das Schwert gibt's erst nach irgendeinem Boss, oder? Also je nachdem, wann Bloodborne Remake angekündigt wird, Chat, werden wir auch nochmal einen Run machen in Bloodborne. Da tue ich mir die 30 Frames nochmal an. Gewinnt man sich ja dann wieder um nach ein paar Stunden. Mache ich gerne. Habe ich auch Bock drauf. Aber kein Platin-Run, sondern einfach einen ganz normalen Run. Einfach das alles in dem Spiel nochmal anschauen. Beim Remake würde ich dann vielleicht einen Platin-Run machen. ...60-Frames-Mod, der Speedrunner Distortion, den ich so gerne schaue, der hat mal das Spiel gestreamt am PC mit dem 30-Frames-Mod. Sah wirklich sehr geil aus. Ich frage mich, warum die das selber nicht machen. Also, ja klar, auf Konsole wahrscheinlich schwierig, aber am PC müsste das doch eigentlich auf 60 Frames gehen. Oh Gott, Mann. Bro, ihr hört ja gar nicht mehr auf damit. Ich habe den Talisman gar nicht mehr an für... mehr Runen. Man kriegt auch so genug. Auge von Xelok. Ich muss unbedingt mehr Ausdauer noch skillen, dass ich immer schön... hier gibt's was, Chat. Ich finde den Scarabeus-Talisman auch so schön. Der ist so was richtiges Besonderes unter den Talismanen. Der ist halt auch... hat einen sehr guten Effekt halt, ne? Das ist derselbe Run wie noch auf YouTube. YouTube hängt halt logischerweise mit 2 Parts täglich etwas hinterher. Wir wollen aber jetzt auch nicht jeden Tag 3, 4, 5 Parts hochladen oder sogar 5-Stunden-Parts oder so, weil das kann sich dann auch wieder realistisch keiner anschauen. Deshalb würde ich sagen, 2 Stunden Demon's Souls Material pro Tag ist schon echt ordentlich. Da sollten die, die drauf Bock haben, auch noch hinterherkommen. Boah, ich habe wieder Demon's Souls gesagt. Das ist so räudig. Ich weiß nicht, warum mir das passiert. Elden Ring meine ich natürlich. Aber Demon's Souls ist auch fertig. Schon Platin Run oben auf meinem Story-Games-Kanal. Ich weiß nicht, warum mir das passiert, Chat. Ich weiß es wirklich nicht, bei aller Liebe. Ich hab's irgendwie
mit dem Versprecher bei den beiden Spielen. Demon Ring. Ich dachte gerade, es ist der Gegner, aber es war einfach mein Imitator, der den Spell gecastet hat. Also bei solchen Gebieten einfach den Bray reinbeschwören. Ist ein bisschen mit randaliert. Ihr guckt, ob da eine Truhe ist. Sind gerne mal so versteckt. Habt ihr mal bei irgendjemand gesehen, der richtig, richtig viele Punkte in Glauben drin hat? Mit einem starken Katalysator. Ob die Glaubensspells dann auch richtig reinschallern? Oder ob die immer trotzdem weiterhin so eher unterstützend bleiben? Das interessiert mich noch, ob sich das halt lohnt, so richtig crazy in Glauben reinzuballern. Ob die dann richtig reinknallen, diese hohen. Oh Gott. A big ratta. Okay, wir knallen hier eine Menge Gegner um, aber irgendwo muss ja eigentlich noch Loot sein, ne? Habt ihr irgendwo einen Eingang gesehen? Habe ich den verpasst? Irgendwo, irgendwo geht's doch immer in einem kleinen Untergrund mit Loot bei den Ruinen. Im Normalfall. Godric fand. Godric ist ja der erste richtig schöne, schwere Hauptboss. Sehr geil fand ich den. Aber seine ziemlich verspäteten Schläge haben ganz schön genervt mit der Axt. Das hat den so schwierig gemacht. Find's mega, dass Level Up bald Drinks ohne Koffein anbietet. Die kamen heute 18 Uhr sogar raus. Falls du dir die mal anschauen möchtest. Geh nochmal zurück durchs Fenster. Margaret war schwerer als Godric, fand ich nicht. Weil Margaret hat viel bessere Angriffsmuster, die man wegrollen kann. Ah, hier muss man reinspringen, meint ihr? Schauen wir uns das doch nochmal an hier. Na, der Torbogen liegt ja hier auch sehr provokant. Oh, danke, Chat. Ehre. Oh, geil. Den Spell, den der Riese gerade benutzt hat. Unerträgliche Raserei. Unerträglich dicker.
Also glauben weiß ich nicht, aber ich hab mit meinem Arcane-Drachenbild schon paar Story-Bosse half HP gehauen mit einem Cast. Okay, das ist krass, Bro. Die Drachenspells muss ich auch noch alle mal testen. Genug Drachenherzen habe ich, die hole ich mir auch noch mal alle. Oh, noch ein Dungeon-Mimungeon-Chat. Ein Dungerino. Ein Tunnel. Geil. Ein Eistunnel. Hast du nach dem Typen auf dem, dem Kometen auf dem Pferd noch andere Mainbosse gelegt? Ja, zwei. Ehrenloser Boss darin. Oh, geil. Okay, wir haben immer noch große Last. Müssen wir noch weiter Ausdauer skillen. Ich glaube, irgendwas mit 56 oder so brauchte ich. Welchen Drachen fand ich bis jetzt am schwersten? Die sind ja alle ziemlich ähnlich. Oh mein Gott, Chat, da fällt mir wieder ein. Den einen Drachen, den wir als Teil der Fia-Quest gelegt haben. Der war so geil. Mit seinem riesigen roten Blitzschwert. Und der Doppelköpfige fehlt mir noch im Tornado-Gebiet. Auf den freue ich mich auch. Und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Chat, auf den werdet ihr nicht klarkommen. Das ist so ein epischer Bossfight. Und wir haben auch noch einen anderen krassen Boss vor uns. Da, wo Chris sich auch wieder mit einer dicken Wette sieht. Auf den freue ich mich auch mega, weil ich glaube, der wird mich auch richtig durch die Lobby schleudern. Also wir haben noch Chat, also das ist einfach verrückt. Wie viele Spielstunden wir schon drin haben. Wir haben noch so geisteskranke Bosse und Gebiete vor uns. Also Gebiete nicht mehr so viele leider, aber geilen Stuff noch. Also bei denen können wir gerne wetten, Chris. Weil ich glaube, den kann man schon machen. Der ist jetzt nicht wie Melina so komplett geisteskrank. Den kann man schon mal ein bisschen Damage reinknallen. Chris, einfach so ein Ehrenbruder. Einfach den ganzen Abend am Start, Alter. Du bist auch Elden Ring süchtig, Alter. Entweder selber am Stream oder nebenbei ein Elden Ring Streamchen offen. Wichtig und richtig. Ja, moin. Einfach ein Schmiedstein Stufe 8 ist da in der Ecke. Dunkelschmiedstein Stufe 9. Oh, moin. Huch. Melina heißt doch die Gegnerin, ne? Shortcut. Okay, da ist der Boss-Chat. Machen wir gleich. Aber bei den hohen Stufen hier müssen wir nochmal eine Runde laufen und versuchen alle Ah, der hatte tot. Ah, guck, da hinten ist noch einer. Jetzt weiß ich, wie die aussehen. Zack. Ui.
Also sag Bescheid, wenn ich noch irgendwo so einen weißen Zapfen in der Wand übersehen habe. Junge! Alter, also in so einem Minen-Dungeon war ich auch noch nicht. Oh, Dicker, der knallt ja so rein! Huch! Alter Spalter! Liegt da einfach ein dickes Ding in der Ecke auf verdächtig. Ha, 3 Stück schon davon auf Tasche! Glaube, ich müsste jetzt meinen Wunderwirker auf plus 25 upgraden können demnächst. Wo ist das? Zeige ich dir gleich. Guck, Chat, deshalb ist es immer wichtig, dass man alles auf der Karte abgrast. Ui! Runen, Bogen. Magic. Einfach wen gefunden haben. Also, im Eisgebiet. Hier kommst du rein mit dem Aufzug. Dann musst du hier bup, 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 einmal rum. Dann rüber, bup, bup, bup. Und hier unten ist der Dungeon. Siehst du auch so ein rotes Ding. Sehr big. Also es hat sich ja so krass gelohnt hier. Big Baba Bubu Loot. Schmeckt. Schmeckt anders. Bananenhut-Emote. Da kann er nicht rüber. Ja, er findet den Weg schon, Digga. So kompliziert war das jetzt nicht. Ach stimmt, man kommt ja nur mit dem geheimen Medaillon rein. Oh, sorry. Ja, du, in dem Teil des Eisgebiets, wo ich gerade bin, brauchst du beide Teile vom Medaillon, damit du den Aufzug drehen kannst. Ah, hier ist noch was, guck mal. Und den zweiten, also den ersten Teil-Chat gibt es ja bei dem versteckten Dorf. Und haben wir den anderen Teil hier in der Burg gefunden, ne? Im Schloss Soul, richtig? Und da kommt man, glaube ich, erst nach dem Boss ran, ne? Und der Boss hat das auch in sich. Der hat auch ganz schön ernst gemacht. Finde ich aber geil, sehr belohnt. Den Kommandanten. Guck mal, der gründliche Boss. Hä? Ah, da war. Ach, scheiß drauf. Nichts gesagt. So, das hier ist der Short Katarino, oder was? Okay, dann gehe ich ganz kurz hoch. Schauen wir beim Schmied, ob wir uns upgraden können. Und dann gehen wir zum Boss rein. War da nicht so ein Stein noch die Leiter runter? Kann sein. Und so ein. Ich skippe den Boss nicht. Beruhigt euch, Chat. Ich will nur kurz schauen, ob Ehrenbruder Schmied Upgrades gönnt. Kalikbaum so ehrenlos. Meinst du das Gebiet, Chris? Ja, das ist schon verrückt. Aber ich habe vorhin den Spaß meines Lebens gehabt. So belohnt. Oh. Bam. Oh mein Gott. Plus 25. Uralter Drachenschmiedstein.
Glauben S-Scaling. 201. Bam. Sehr geil. Din, 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 din. Zack, zack. Da. Da hast du, glaub ich, keine Freude mehr, Chris, ne? Irgendwann muss man, glaube ich, Vitalität auf 99 haben und Ausdauer auch auf 99, dass man halt die schwerste der schwersten Rüstungen tragen kann, damit man überhaupt noch Sonne sieht. Zeig mal her den Boss hier. Ich erkenne noch nichts, erkenne auch nichts. Man sieht nichts, man sieht nichts. Oh, muss das sein? Aber den sein Angriffsmuster kenne ich eigentlich ganz gut noch. Kennen wir doch von der Sternfallbestie den Move, ha? Jetzt weiß ich, wo die das gelernt hat. Jetzt saugt mir auch ganz schön die Träne raus. Die Tränke raus. Ah, schade. Ich hab mein Spell nicht durchbekommen, weil bei seinem Kopf kriegt er richtig saftigen Damage rein. Gewesen sein. Und tot. Ah, ein neuer Meteorit-Spell. Boah, der hat auch noch mal gut Seelen gegeben, der Bre. Was ich krass fand, dass bei dem einen Bossraum mit dem Sarg man noch interagieren konnte, ne? Da musst du erstmal drauf kommen. An das Gebiet gab es ja auch wieder mehrere Wege. Das ist der stärkste Spell im Spiel. Beschwört einen Hagelschauer aus Meteoriten aus der Leere herbei. 55 Weisheit. Und den wahrscheinlich mit dem Meteoritenstab für extra Gravitationsschaden, dann knallt der richtig, ne? Welchen Sarg meine ich? In dem Bossraum, unten in dem Untergrund. Kannst du interagieren? Und dann portet der dich. Wo war das nochmal, Chat? In welchem Bossraum? Ich glaube... Wasserfall von... Na... In einem der Bossräume hier kannst du mit einem Sarg interagieren. Oder war es im Gargoyle-Raum, Chat? Dann war es hier. Im Gargoyle-Raum. Becken der großen Fäule.
Oder in beiden sogar. Ich weiß nicht mehr. Wir können uns noch ein Level abgönnen. Skillpunkte. Ich bin Stufe 150 mittlerweile. Ja, muss ich mir mal abchecken, den Spell. Wir werden sowieso auch noch auf dem Charakter, auf dem Char, auch mal komplett Magie und Wunder komplett probieren, ne? Haben jetzt auch alles gelevelt. Ich kann jetzt auch, ich schau mal kurz, Inventar, Ausrüstung, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich kann auch einen der Zauberstäbe auf plus 10 oder plus 25 bringen, wenn ich möchte. Gibt's gar nicht plus 9 bei den Schmiedsteinen, sondern nach plus 8 kommt gleich der hier. Zu einem runden Gebäude am Fluss. Ist denn ein rundes Gebäude bei dir? Hier haben wir noch einen Dungeon. Hier könnte noch was sein. Gibt's einen Max-Level? Ja, alles auf 99. Ja, man kann die Skillpoints zurücksetzen. Nach der zweiten Main-Boss-Gegnerin. Hups. Mit einer Larventräne. Kannst du eine Wiedergeburt vollführen und die Stats neu verteilen und das quasi so oft du willst, solange du das Item hast. Und es gibt viele Stellen, wo du das richtig oft bekommst. Guck mal, ich habe jetzt 10 Stück auf Tasche. Ich könnte einfach 10-mal meine Stats neu verteilen. Bin jetzt bei Melina. Ah, GG's, Chris. Ja, bester Zauberstab ist der von Lucert. Den habe ich auch schon. Der hier, weil er, glaube, 10 oder 20% mehr Damage macht, aber er kostet auch 50% mehr Mana. Meteoritenzauberstab ist halt der Zauberstab für Gravitationsspells, ne? Der hier ist der beste Spell für diese Nahkampfschwerter. Da gibt es übrigens auch eine Eisversion von. Ultra geil. Die muss ich alle noch spielen, Chat. Es gibt noch so vieles in dem Spiel, was wir nicht benutzt haben. Die ganze neue Magie habe ich noch nicht benutzt. Hier zum Beispiel, was wir vorhin bekommen haben, das will ich alles noch spielen. So, die haben sich auch richtig Mühe gegeben mit den Spells in dem Spiel. Die sind alle sehr geil. Ein paar sind halt wieder nicht so gut, ne, klar. Aber viele sind richtig stark. Hier, die Adulas Mondklinge. Ist einfach das Karias Großschwert in noch stärker als Eisbell. Und wenn du damit öfters auf einen Gegner einprügelst, kickt bei ihm dann auch die Eisblutung quasi. Beziehungsweise heißt nicht Eisblutung, aber ja, der Eisschaden. Renalas Zauberstab ist der beste. Der Komet ist nicht Wurf. Renalas? Den, wo man sich holen kann bei... mit ihrer Bossseele oder was? Das ist der stärkste Zauberstab, wirklich? Wenn man den auf plus 10 hat oder was? Das ist ja eine Waffe und gleichzeitig ein Zauberstab, oder? Und die Offhand, Chat, die Offhand, die am stärksten mit Magie skaliert, müsste die Mondklinge sein. Die ist sehr, sehr stark für Magier. Dann lass mich schauen. Es gibt so krass viele Waffen, die geil mit Magie skalieren. Ich glaube, das Dunkelmond-Großschwert ist auch sehr stark. Hat schon Weisheitsscaling mit C auf Stufe 0. Dann das Kristallschwert. Müsste, glaube ich, auch sehr lecker sein. In den hohen Rank-Ups. Wie viele Waffen man einfach hat. Viele aber auch doppelt und dreifach. Könnte man einmal verkaufen. Ja, Chris, den Talisman gibt's. Den habe ich dir auch geholt. Hier, den da. Blaue Tänzerin-Talisman. Erhöht die Angriffskraft bei geringem Ausrüstungsgewicht. Wenn du quasi nackig bist, nur deine Waffe trägst, dann triggert der. Beziehungsweise, ich glaube, der hat so Stufen. Je weniger du trägst, desto mehr erhöht er deinen Angriff. Der erhöht deinen Angriff immer, egal wie viel Ausrüstungsgewicht du hast, solange du unter Fat Roll bleibst. Weil wenn ich den jetzt mit mittlerer Roll anlege, ist der Buff auch da.
Hier, die Bastard-Sterne. Bester Name für eine Waffe. Ich glaube, das Ding ist auch richtig stark im Nahkampf für den Magier. Und eine sehr große Waffe. Da kann man auch richtig austeilen. Hast du den verbesserten Talisman von Radan? Der gibt nochmal plus 5 auf alle Stats. Müsste ich gefunden haben, ja. Es gibt ja zwei Versionen, ne? Einmal für Nahkämpfer quasi und einmal für Magier bzw. Wunderwirker. Hier immer das. Plus 3 auf jeden Stat und dann das. Plus 5. Und das hier gibt auf Magie und so. Magie, Glaube, Arkan. Und das erhöht Leben, Kondition, Stärke, Geschick. Und das hier auch noch Geist. Also wirklich, Chat, die haben an alles gedacht bei dem Spiel. Der Wahnfucking Sinn. Und das Teil will ich mir unbedingt noch holen in plus 2. Da meinte jemand im Chat, der weiß, wo es ist. Kümmern wir uns dann beim nächsten Mal drum. Wie viele Talismane einfach. Crazy. Und alle sind eigentlich recht nützlich, ne? Klar, ein paar braucht man jetzt nicht unbedingt, aber... Eliminiert sämtliche Geräusche, die der Träger in Bewegung macht. Also hast du dann immer diesen Assassinen-Spell. Den finde ich so heftig für Magier. Einfach Fähigkeitspunkte beim Besiegen von Gegnern. Das heißt, wenn du da richtig in so Gegnergruppen reinschallerst, da hast du wahrscheinlich fast Full Mana wieder. Gibt einen Skorpion-Talisman, der Magie-Damage erhöht. Ich habe den für Feuerangriffe, für Blitzangriffe und heilige Angriffe, aber nicht für Magie. Ja, Mondschleier-Katana auf viel Magie geskillt ist ultra stark. Auch weil die aktive Fähigkeit sehr, ja, ein sehr großes Areal nach vorne halt hittet, ne? Ja, es gibt einen Spell noch, wo man keine Fähigkeitspunkte verliert für 10 Sekunden. Da kann man dann halt Damage rausprügeln oder den Kometenspell halt 10 Sekunden durchballern, ne? Also Chat, meine Lieben, 8 Stunden live wieder. Ihr wisst Bescheid, war wieder eine Big Baba Bubu Session.